Oder eben keine und Habe dann. ich aber auch gemacht. Ich habe ja erst in allen angegriffen, bevor ich irgendwas gemacht habe. Frau Dorna, wer gab euch eigentlich eure Befehle? Das kann ich nicht sagen. Könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht? Beides. immer wenn ich es wollen würde, kommt einfach nur aus meinem Mund. Oder so Worte wie, ich habe ein riesiges Gewehr. Denn in Wirklichkeit heiße ich Bella Dorniger Nordmann. Ich darf die Integrität meines Auftraggebers auf keinen Fall preisgeben. Dies ist auch ein Befehl. Wie praktisch. Und davon mal abgesehen, wir sind hier vor Gericht. Das ist so ein Befehl, shit egal. Aber ihr nicht. Ja. Ich soll nur meine Befehle ausführen, mehr nicht. Ich weiß auch nicht mehr. Und außerdem, es gibt nichts mehr, das ich noch tun kann. Nichts mehr, nee, ja, nichts mehr, was sie tun kann? Malzbier. Malzbier. Einen Moment bitte! Ihr seid definitiv in der Lage, Magie zu wirken. Ihr seid schließlich eine Hexe, oder etwa nicht? Ich bin keine Hexe. Was sagt ihr da? Ich bin ein Junge. Erbrecher Tat, ich bin Junge, woher wisst ihr das? Und Professor Eichkomm, gut, dass ich immer nachfrage. Und jetzt steigt von deinem Rad ab. Kann keine Magie wirken. Professor Sie kann keine Magie wirken? Dieses Mädchen ist eine Hexe. Jede Person in diesem Gericht kennt diesen Fakt. Und daran gibt es Diese nicht den wiederholt die sich. geringsten Zweifel. Vielleicht ist sie ja nur eine Echse, also eine Ex-Hexe. Oder eine männliche Echse, eine He-Echse. Ja. Bei der Macht von Grayskull! Ach so, and the Magias of the Universe. allzu viel kann ich mit dieser Aussage wohl nicht anfangen. Obwohl sie schon mit allem fertig ist, verstehe ich immer noch nicht alles. Nicht alles. Laden, laden, laden. Laden, laden, laden. Laden, laden, laden. Oh Mann, Nick, hättest du es echt für möglich, dass Belladonna sowas wie ein abgedrehter magischer Zombie ist? Was ist jetzt passiert? Ja, er hat woanders reingeklickt und ich habe schon gewusst, welches du meinst, keine Sorge. He.exe funktioniert nicht mehr. Jetzt ist es She.exe. Ja, mit SKI geschrieben. Mit Sechse. Sechse? Sechse funktioniert nicht mehr. Maya, dir ist doch das gleiche wie ihr passiert. Wurdest du etwa zum magischen Zombie? Stimmt, ja. Stimmt ja, also ich fühle mich noch recht lebendig, muss ich sagen. Vielleicht ist sie ein Klon. Als Die Luke, wahre Maya ich. ist tot. Ja. Oder ein Clown. Ja, das sowieso, mit der Maske da. Als Luke und ich hier zufällig auf dem Marktplatz begegneten, konnten wir kaum glauben, dass es wirklich Bella war. Nach dem Prozess und ihrer Verurteilung waren wir uns sicher, dass es um sie geschehen war. Aber ich liege nicht komplett falsch. Diese Bella ist eine andere als die alte Bella. Sie ist die junge Bella? Ihre jüngere Schwester vielleicht?
Das ist dann nicht die Berlin. Zwillingsschwester? Ja, vielleicht. Die scheint sich an nichts erinnern zu können. Es wirkt fast so, als wäre sie jetzt eine komplett andere Person. Ein ganz anderer Mensch. Aber was, wenn es genau so ist, Maya? Was, wenn die Bella hier die echte Bella, Bella ist und die alte Bella es nicht war? Ey, Alte! Die Alte. Ja. Die echte Bella also? Ja, und das ist der Grund, aus dem etwas Nützliches in ihrer Aussage versteckt sein muss. Es gibt so viele Bellas. Alte Bella, neue Bella, echte Bella. Balla Balla. Ja. Ciao Bella. Also ich kann nichts lesen. Pixel, geh weg, danke. Kann ich lesen? Ja! Also wenn es nicht mehr, wenn der Pixel weg ist, ja. Ja, wir schaffen das nicht. Ich hoffe, du bist bereit, auf den Tisch zu hauen, weil wir jetzt so richtig angreifen müssen. So richtig! So richtig, richtig, ja. Aber jetzt haben wir alles angegriffen, aber was, wo? Wir müssen ja irgendwo irgendwas präsentieren. Also ja, jetzt schauen wir mal, was sagt sie denn? Ne, schauen erstmal, was haben wir denn in der Gerichtsakte? Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was wir dabei haben. Okay, gucken wir mal rein. Wir haben einen Anhänger gefunden am Tatort. Schwarze Flecken sind drauf zu sehen. Skizze der Abdrücke. Das haben wir schon so oft verwandt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es schon wieder das ist. Wachenbericht, Aufzeichnung der Wache. Ja, wo sie sagt, sie stand die ganze Zeit neben der Wache. Vielleicht den Wachenbericht. Aber dann haben sie ja gesagt, dass sie unsichtbar sein kann, wegen Videos. Aber Gloria sagt ja, sie ist keine Hexe. Wie ging die Aussage nochmal weiter? Die hat auch selber gesagt, dass sie nicht zaubern kann. Ja, und dass sie keine Talia Magica hat vor allem. Ja. Eben. Stimmt, dann wird's das vielleicht doch sein, ja. Wachenbericht bei an den Wachen vorbeigeschlichen. Kam in diese Stadt, um den Feuerdrachen zu beschwören. Wollen wir es wieder saven, damit wir nicht zu viel irgendwas verbraten? Ach, lass uns einmal Risiko machen. Einfach mal lustig. 2-1 Risiko. Schnupper Gasbösewicht. Nein. Hä, dafür hatten wir einen Sound. Ja, ich. Nein, ich werde jetzt keinen Sound abspielen. Danke. Danke. Ich bin übrigens froh, dass Internet keine Gerüche übertragen kann. Ich war gestern beim Griechen. Ja, ich bin froh, dass Internet keine Gerüche übertragen kann. Ich sitze hier mit ihm. Und ich mit ihm. Also, direkt neben der Wache. Präsentieren, Waffe. Wachenbericht, den Waffenbericht, Waffelbericht. Do you like waffles? Also ja, also Abstimmung, ja oder ja? Nein. Ich brauch noch mal. Ich dachte, du wolltest das zuerst, Mark. Ja. 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 Just do it. Wir haben ein Nein, wir haben ein Definitiv und zwei Ja. Ich würde sagen ja. Der Wachen. Ich würde auch sagen, Oh, die Musik geht nicht aus. Oh. Diese Aussage widerspricht eindeutig diesem Beweis. Okay. Hab ich nicht Nein gesagt? Ja, was machst du für eine Scheiße? Ja, wieso? Er hat zuerst vorgeschlagen, dass wir das machen. Und ich hab gesagt, wir sollen das selber. Und er hat gesagt, nein, wir machen Risiko. Ja, wenn du dir so sicher bist mit deinen falschen Sachen da. Nein, ich war mir nicht sicher. Ich wollte ihn nur in die Falle laufen lassen. Was kannst du eigentlich? Ich hau dich gleich. Nein, wieso? Ich hab nichts Falsches gemacht. Mark hat das gesagt, dass er das will. Ich hab gesagt nein. Ja, und warum hast du erst gesagt, dass du das haben willst? Aus Spaß. Ja, genau. Ich habe in der Schule aus Spaß auch immer das Falsche gesagt. Keine Ahnung, warum ich keinen Abschluss hab. Aber ich war lustig. Okay, also, ja. Was sollen wir denn da... Dann save vielleicht trotzdem jetzt. Jetzt mal wenigstens. Ja. Nee, jetzt brauchen wir auch nicht mehr anfangen. Na, erstmal brauchen wir ja eine Idee. Haben wir jetzt 3 Stück verloren? Nein, 1. Achso, bei mir wurde gerade nur 2 angezeigt. Dann zeig mir mal die restlichen Beweise, liebe Lein. Jo. Haben wir denn noch die vorne? Also wir haben hier die Zusammenfassung. Arcana. Ja, tötete den Schöpfer mittels Magie. Eigentlich war es ja dann... Also laut dieser...
Zusammenfassung ist es. Vielleicht am Ende, wo sie sagt, ich beschwöre den Feuerdrachen mit eiskaltem Blick. Was steht in dem Liber Magi drin? Was braucht man denn für den Feuerdrachen? Inferno braucht man. Ruft einen großen Feuerdrachen dabei, der den Zauber gehorcht, für das berüchtigte große Feuer verantwortlich. Ich verstehe aber nicht. Sie sagt, sie hat den Feuerdrachen beschworen, aber kann selber keine Magie einsetzen. Hat sie doch selbst gesagt, die ist keine Hexe, die kann keine Magie einsetzen. Ja, also. Oder habe ich da jetzt gerade was falsch verstanden? Nee, eigentlich. Ich möchte auch meinen. Das, also. Sie sagt die ganze Zeit, sie kann keine Magie einsetzen, aber irgendwie muss sie das ja gekonnt haben. Also, das ist sowieso ein Widerspruch. Aber wie beweisen wir das jetzt? Geh nochmal die Aussagen. Ich geh nochmal, ja. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht? Um den Feuerdrachen zu beschwören und den Schöpfer zu ermorden. Ja, also hier. Die Zusammenfassung? Die Zusammenfassung oder den. Ja, also ich würde auch mal sagen, wenigstens mal einen Tipp oder saven, ob wir hier richtig liegen. Mit irgendwas. Klar, hier ist meine Hinweismünze. Wir haben ja mehr als genug. Das ist ja. 147. Tipp. Ist schon mal richtig, ja. Ah, nee, hier angreifen? Hä? Hatten wir das nicht? Doch. Moment, dann nochmal angreifen. Das ist ja merkwürdig. Einen Moment, direkt an den Wachen vorbei. Meine Befehle. Das Mädchen ist eine Hexe. Ist keine Hexe. Keine, ja. Und nicht mal unsichtbar werden, nicht Wahrzeugen. Ja, das stimmt. Aha. Ja, aber man kann ja hier ehrlich gesagt nichts weiter machen. Wie die aus. Ja. Vielleicht hat der Tipp noch was Zweites bewirkt. Moment. Was war das denn gerade? Ich könnte schwören. Ja. Vielleicht bedeutet angreifen bei dem Statement auch, dass irgendwas stimmt mit dieser Aussage nicht. Ja, jetzt kommt er auf einmal in so einen. Es ist nur eine Ahnung. Was soll ich tun? Hä? Was? Satt? Wird das übersehen vorhin oder das, Nee. Das kam vorher nicht. Das ist ja. Müssen wir erst alles durch angreifen und dann. Oder nochmal das. Oh, wie gemein. Bullshit. Ich glaube, das liegt. Roboter? Ja, Autobot, Decepticon. Da! Noch da? Ich glaube nicht. Ich mach mal gerade den Vorhang zu, ich habe hier so einen ekligen. Ja, ich merk schon, ist bei mir auch. Frau Dorner, lasst mich euch eine simple Frage stellen. Wollt ihr den total. Oh nein! Ihr sagtet doch zuvor aus, dass ihr euch an den Wachen, die beim Glockenturm standen, vorbei in den Turm geschlichen habt. Sagt mir, habt ihr Videos benutzt, um an ihn vorbeizukommen? So, macht die mal jemand, dann zur Not ich. Soll ich mal einspringen? Das muss ich zugetragen haben. Ja. Andernfalls wäre sie Shirley wahrgenommen worden. Sie ist tatsächlich aus dem Anruf raus, deswegen muss ich jetzt ein bisschen schieben, damit Mark wieder richtig ist. Schiebung. War ich etwa falsch? Ja, ja, gut, und jetzt kann ich nur. Ich lasse das einfach so, oder ich mach's größer und schieb dann. Noch ein bisschen größer. Ah, jetzt kommt bei mir gerade so richtig schön die Sonne. Ah, voll ins Gesicht. So, dankeschön. Okay. Gern geschehen. Jo. Also, falls Akane jetzt raus ist, ist schade, aber dafür geht's schneller weiter. Hoeka, sie sind. Da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. Oh. Okay, gut, dann. Oh, wieso das denn? Also, hatten wir das jetzt? Ja. Andernfalls? Ja. Gut. Einspruch! Doch, erinnert euch daran, was sie gerade erst gesagt hat. Sie leugnete, eine Hexe zu sein und gab an, dass sie keine Magie wirken kann. Oh! Deshalb behaupte ich, sollte dies wahr sein,
dann wärt ihr, Frau Dorna, gar nicht in der Lage gewesen, WD auszubenutzen. Welch lachhaftes Argument. Ihre Mutter ist lachhaftes Argument. Wie sonst hätte das Mädchen wohl unbemerkt an der Wache vorbei in den Turm spazieren können? Erklärt es uns. Nö. Mach selber. Ich habe da eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn die Zeugin selbst euch dies erklärt? Was sagt ihr dazu, Frau Dorner?